Politische Theologie und Gender Studies an der Augustaner-Hochschule Neudettelsau, der Hochschule der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Widersprüchlich. 2. Samuel 12, die Verse 1 bis 10, 13 bis 15a. Bevor es losgeht, die Vorgeschichte. David ist König in seinem Palast. Er sieht eine schöne Frau, Bathsheba. Er findet heraus, wer sie ist, dass sie verheiratet ist. Er lässt sie holen und schläft mit ihr. Sie kommt wieder und sagt ihm, dass sie schwanger ist. Das ist der einzige Satz, den sie sagt. Daraufhin schickt David ihren Mann Uriah an die Front, sodass er umkommt. Er nimmt sich Bathsheba zur Frau. Das Kind kommt auf die Welt. Soweit die Vorgeschichte. Bis hier regt sich kein Widerspruch. David ist König, Bathsheba kommt nicht mehr zu Wort und Davids Feldherr Joab schweigt. Dann kommt Nathan, der Prophet, am Hof. Hier beginnt der Textabschnitt. Die Übersetzung stammt aus der Bibel in gerechter Sprache. Der Gottesname wird mit der Heilige ersetzt. Der Heilige schickte Nathan zu David. Er kam und sprach zu ihm. Es waren zwei Männer in einer Stadt. Einer war reich und einer arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte gar nichts, außer einem kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Das zog er auf und es wurde groß bei ihm zusammen mit seinen Kindern. Es fraß von seinen Bissen und trank aus seinem Becher, es lag auf seinem Schoß und war für ihn wie eine Tochter. Da kam Besuch zu dem reichen Mann. Dem tat es leid, von seinen Schafen oder Rindern eines zu nehmen, um es zuzubereiten für den Reisenden, der zu ihm gekommen war. Darum nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Hier ist die Geschichte zu Ende. War das alles? Oder bricht Nathan hier ab? Kommt da noch was? Und wenn ja, wie wäre es weitergegangen? Oder unterbricht David den Nathan? Denn jetzt folgt der erste Einspruch. Da entflammte Davids Zorn gewaltig gegen den Mann und er sagte zu Nathan: Beim Heiligen, der Mann, der das getan hat, verdient den Tod und das Lamm, das soll er vierfach ersetzen, weil er so gehandelt und es ihm nicht leid getan hat. Davids Einspruch ist eine Möglichkeit, wie die Geschichte weitergehen könnte. Wenn sonst schon kein Widerspruch laut wird, widerspricht er. Heftig. Der Mann verdient den Tod. Ehrlich? Das ist ganz schön viel für ein Lamm. In den Rechtsbestimmungen des Alten, des Ersten Testaments ist das nicht zu finden. Er soll das Lamm vierfach ersetzen. Das schon eher. Aber interessant ist die Begründung. Weil der reiche Mann so gehandelt und es ihm nicht leid getan hat. Was genau? Dem armen Mann sein Lamm wegzunehmen, während es ihm durchaus leid getan hätte, eines von seinen eigenen zu nehmen? Geht es also um Besitz? Dazu passt der vierfache Ersatz. Doch der Satz könnte auch heißen, weil er kein Mitleid hatte. Das hebräische Wort gibt das her. Dann geht es wohl um Beziehung. Das passt auch besser. Ein Lamm wie eine Tochter. Es fraß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher, es lag in seinem Schoß. Da liegen sonst nur Kinder oder Geliebte. Hat der reiche Mann eine Beziehung zerstört, das Liebste getötet? Daher der Tod als Strafe? David reagiert auf beides und weiß genau, was recht ist. Denn David ist König
König, auch Richter. Es folgt der zweite Einspruch, weiter im Text. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Heilige, die Gottheit Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Ich habe dich aus Sauls Hand befreit. Ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben. Die Frauen deines Herrn habe ich dir in deinen Schoß gelegt. Das Haus Israel und Juda habe ich dir gegeben. Und wenn das zu wenig war, hätte ich noch dies und das dazu getan. Warum hast du das Wort des Heiligen verachtet, dass du getan hast, was in seinen Augen böse war? Uria den Hethiter hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau dir zur Frau genommen. Ihn hast du durch das Schwert der Ammoniter getötet. Aber jetzt, das Schwert wird von deiner Familie und deinen Nachkommen nie mehr ablassen, weil du mich verachtet und dir die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sein sollte. Offensichtlich weiß David doch nicht, was recht ist. Aber er ist immer noch König. Vielleicht hat Nathan deshalb erst eine Geschichte erzählt, sodass David die Vorlage für seine Verurteilung selbst gegeben hat. Seine Verurteilung durch Gottes Wort. Du hast doch alles bekommen. Du hättest sogar noch mehr haben können. Aber du hast getan, was du nicht durftest. Du hast getötet. Alle Intrigen Davids, damit Uriah im Kampf fällt, ignoriert er. Du hast dir die Frau eines anderen genommen. In der Gottesrede nimmt der Heilige das persönlich. Du hast mich verachtet. Das ist Anklage und Schuldspruch in einem, worauf das Strafmaß folgt. Das Schwert wird von deiner Familie und deinen Nachkommen nie mehr ablassen. Schwert, das bedeutet Krieg, Tod und Leid. Diesmal gibt es keinen Widerspruch. Da sagte David zu Nathan: Ich habe gegen den Heiligen gesündigt. Erstaunlich. David widerspricht nicht. David stimmt einfach nur zu. Gibt seine Schuld zu, beugt sich dem Urteil. Das ist unter Mächtigen eher unüblich. Zeigt sich hier, dass Nathans Strategie erfolgreich war? Dass David sich selbst überführt hat? Sollen die HörerInnen überzeugt werden, dass David ein ganz besonderer Mann war? Einer, der untypisch für Herrscher, für Könige, zugibt, dass er schuldig geworden ist? Gott sieht das wohl so. Der Heilige reagiert teilweise versöhnt. Nathan sagte zu David: Der Heilige hat dir sogar deine Sünde durchgehen lassen. Du musst nicht sterben. Weil du aber selbst die Feinde des Heiligen mit dieser Tat verhöhnt hast, wird der Sohn, der dir geboren wird, ganz sicher sterben. Dann ging Nathan nach Hause. Und dann ist die Geschichte aus? Die Geschichte eines großen Mannes, der seine Schuld einsieht, sich wandelt und groß bleibt? Kein Widerspruch? Doch. Doch, da kommt ein Einspruch. Wer spricht da? Ich, die Frau, Bathsheba, die Mutter des Kindes. Ich bin die Frau, die vor allem nackt gemalt wurde, damit alle mal schauen können, wie David. Nein, das steht nicht im Text. Aber doch, das gehört hierhin. Das Kind kann nichts dafür. Ich kann nichts dagegen tun. David hat gehandelt. Er hat sich genommen, was er wollte, seine Sünde bekannt und vergeben bekommen. Und mein Kind ist der Preis? Und noch ein Einspruch. Wer spricht?
Wir, die Frauen, die hier gegeben und genommen werden, wie das Vieh des reichen Mannes, als Besitz, als Trophäen, als Zeichen für die Männlichkeit der Mächtigen. Übrigens, wir stehen im Text. Wir sind die Frauen, die der Heilige dem David in den Schoß gelegt hat, die David nicht ausgereicht haben. Wir sind auch die Frauen der Verse, die die Perikopenordnung aus dem Text gekürzt hat. So spricht der Heilige. Gib Acht, ich werde dafür sorgen, dass dir Unheil geschieht aus deiner eigenen Familie heraus. Ich werde deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, und er wird mit deinen Frauen schlafen am helllichten Tage. Wir erheben Einspruch. Wir widersprechen dem Eindruck, mit Davids Schuldbekenntnis wäre hier der neue Mann aufgetreten. Wir werden weiterhin wie Besitz betrachtet, nicht weil das damals so üblich gewesen wäre, nein, sondern weil mächtige Männer, Männer wie David, bis heute Besitztümer sammeln. Und noch ein Einspruch? Ich bin das Lamm. Ich bin das Vieh, ich bin die Tiere, die nicht nur Besitz sind. Ich bin das Lamm, das geliebt wurde. Es ist mir egal, ob das realistisch ist. So steht es im Text. Ich bin ein Wesen, ein Gegenüber, nicht nur ein Ding. Es gibt solche Texte in der Bibel, die erzählen von einer utopischen Gemeinschaft von Tieren und Menschen. Jenseits von mächtigen, reichen Männern, stummen und passiven Frauen, Kindern, die zu pädagogischen Zwecken sterben und Tieren, die nur Besitz sind. Widersprüchlich.